Frühjahr 1943. Zara Leander, größte und teuerste Filmdiva der UFA, verlässt ihre Villa in Berlin-Dahlem und reist über Nacht in ihre Heimat Schweden. Obwohl sie einen gültigen Vertrag hat, wird sie nie wieder einen Film für die UFA drehen. Überraschend kehrt Zara Leander Nazi-Deutschland den Rücken. Warum? Dazu hat sie sich nie eindeutig geäußert. Leander war zur damaligen Zeit sicherlich ein Weltstar. Das ist die Leander. Also man sprach ja nicht von Zara Leander, sondern von der Leander. Sie war mondän, sie war frivol, sie war selbstbewusst, sie war eine große Künstlerin. Zara hatte ja kein Interesse, sich anzupassen. Sie ist ihren eigenen Weg gegangen. Natürlich hat diese Stimme und diese Figur und diese Frau und ihre Filme auch immer polarisiert. Jemand, der so geliebt wird, wird dann genauso von so vielen Menschen auch abgelehnt. Man hat sie einfach immer wieder reduziert oder versucht zu reduzieren, Nazi-Diva. Die Polizeibehörde sammelte damals alles, was man über Zara Leander fand. Dass sie deutschfreundlich war, russenfreundlich, Kommunistin, Nationalsozialistin oder ein politischer Idiot. Nazi-Diva, unpolitische Schauspielerin oder gar Spionin im Dienst der Sowjetunion. Was ist Mythos? Was ist Wirklichkeit? Ich weiß nicht, ob es wirklich möglich war, sie in ihrem innersten Kern zu erreichen. Manchmal glaube ich, dass Zara Leander ein Bild von sich präsentieren wollte, das erfunden war. Möglicherweise polarisiert Zara Leander heute mehr denn je. Heißt das auch, die Auseinandersetzung mit ihr ist aktueller denn je. Ich bin die Leander. Das muss reichen. Ich weiß selbst nicht, was ich bin. Diese Stimme, diese Sehnsucht in den Liedern. Man möchte sie dafür bewundern. Und dann dieses Gefühl, dass man das nicht darf, weil sie das Idol der Nazi-Zeit war. Als Zara Leander Deutschland verlässt, ist sie auf dem Gipfel ihrer Karriere. Die bestbezahlte Schauspielerin der UFA hat in 6 Jahren 10 Filme gedreht. Die große Liebe, bis heute der erfolgreichste deutsche Film, sehen 27 Millionen Menschen. Ihre Platten verkaufen sich millionenfach. Der Wind hat mir ein Lied erzählt, ist ihr größter Hit. Dieses Wort tut so weh. 1943 lässt Zara Leander Ruhm, Erfolg und Millionen Fans in Deutschland zurück. Als sie dann zurückkehrte, war sie in Schweden eine Persona non grata. Und das hatte eben zu tun mit der Einstellung der Schweden zu Deutschland, die sich in dieser Zeit radikal veränderte. Und da haben die das übel genommen, dass sie in Deutschland gefilmt hat. Nazi-Diva. Sie wurde sogar als Hitlers Liebhaberin bezeichnet. Das kam gar nicht selten vor. Diese Gerüchte gibt es auch heute noch in Schweden. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit. Sie kommt aus Deutschland, wo sie geliebt und verehrt wird.
Sie geht nach Schweden, wo man nichts mehr von dem Star wissen will. Bereits seit 1939 wird Zara Leander von der schwedischen Sicherheitspolizei überwacht. Das Dossier Zara Leander umfasst Spitzelberichte, Zeitungsartikel und aufgezeichnete Telefongespräche. So durchstochen habe ich nur Flug, sie hörte die Julinaten, Skratten. Weil ich aus Rheinland bin und da wir alle da Hexen sind, wir sind Hexen, wir sind verrückt. Die wir aus Värmland stammen. Värmländer haben den Ruf, gute Geschichtenerzähler zu sein. Sie ergänzen die Geschichten und machen sich selbst dadurch etwas größer, als sie sind. Värmland, das ist tiefste schwedische Provinz. Geboren wurde Zara Leander am 15. März 1907 in Karlstad als Sara Stina Hedberg. Das weitaus interessantere Z legte sich Zara erst als Künstlerin zu. Ihr Vater, der in Deutschland Instrumentenbauer gelernt hat, verdient gutes Geld als Grundstücksmakler. Betreut von einem deutschen Kindermädchen, wächst sie mit vier Brüdern in der Nähe des Bahnhofs auf. Ihre Brüder haben sie offensichtlich gequält und gehänselt. Du bist doch viel zu hässlich, du mit deinen großen Füßen und mit deinen Sommersprossen. Die Mutter wollte aus ihr eine brave Tochter aus gutem Haus machen. Und das war überhaupt nicht das, was sie wollte. Zara Leander beschreibt das Verhältnis zu ihrer Mutter als sehr eng und sehr schwierig. Sie sagte, was machen die Menschen mit dir? Warum diese Aufregung, wenn du auftrittst? Warum? Du singst ja nur. Genau, habe ich gesagt, Mama, ich singe nur. Der Vater, ein großer, schwerer Mann, mit dem gab es eine sehr enge Beziehung, weil sie mit ihm zusammen Musik machte. Der wurde kurz nach dem Ersten Weltkrieg krank, er verlor sein Vermögen und starb sehr früh. Und ich denke, dass diese Erfahrung, dass das Geld auf einmal weg war, Zara sehr stark geprägt hat. Mit 19 heiratet sie den wenig erfolgreichen Schauspieler Nils Leander. Doch die Ehe hält nicht lange. Ihr bleiben Sohn Göran, Tochter Buell und der Name Leander. Gemeinsam mit ihrer Mutter und den Kindern nimmt sie sich eine kleine Wohnung in Stockholm. Es ist das rothaarige Mädchen aus der Provinz, die alleinerziehende Mutter, die mit Anfang 20 die Herzen des Stockholmer Varieté-Publikums im Sturm erobert. Die neue Primadonna ist der Liebling der Boulevardpresse. Sie versteht es, sofort hohe Gagen zu verhandeln. Damals habe ich tatsächlich geglaubt, ich wäre ein Star. Auf der Bühne funktionierte Zara Leander. Weil Zara Leander hatte eine Bühnenpräsenz, die man nicht erlernen kann. Stürmisch trat sie auf, ging zum Mikrofon und also ein Riesenapplaus. Alle sagen auf einmal nur noch so, wow, ohne dass sie irgendetwas gemacht hat. Sie hatte so eine Ausstrahlung, also ihre Stimme hat es mir angetan. In Zaras Fall geht es um die dunkelste und tiefste Frauenstimme, die es gibt. Der Wind hat mir ein Lied erzählt von einem Glück unsagbar schön. Normalerweise kennt man gerade Sängerinnen, die im Sopranlage sind, wo man manchmal schon denkt, so, das ist ein bisschen hoch, bei ihr war es eher andersrum, oh, das ist ein bisschen tief. Aber genau dieses, das ist ein bisschen tief, für eine Frau eigentlich viel zu tief, das ist etwas, was, glaube ich, sehr viele angesprochen hat. Diese Stimme und diese Aura sind Zara Leanders Kapital. Sie unterschreibt einen lukrativen Plattenvertrag und spielt in einer Revue nach der anderen. Mentor und kongenialer Partner zugleich ist Karl Gerhardt, König der Stockholmer Varietés. Wie viele andere Künstler in dieser Zeit steht ihr den Linken sehr nahe. Und Zara Leander ist der weibliche Star seiner Shows.
Es gab aber einen Ausnahmesong, nämlich Im Schatten eines Stiefels, ein Anti-Nazi-Song, wo über die Vernichtung des Judentums bereits gesungen wurde. Und wer hat es gesungen? Zara Leander, 1934, also 3 Jahre, bevor sie dann ihren ersten Ufa-Film gedreht hat. Und viele fragen sich dann natürlich, ob das überhaupt sein kann, jemand, der 3 Jahre zuvor so ein Lied singt, dann einfach für die Ufa arbeiten kann. If yet trad wie den Grubkolon, rest ab Preußeri, ab Slaveri, from de gamla Babylon. In den Akten des schwedischen Geheimdienstes ist die Reise einer skandinavischen Kulturdelegation in die Sowjetunion vermerkt. Mit dabei der dänische Schriftsteller und Kommunist Martin Andersen Nexø und Zara Leander. Die zweiwöchige Reise im August 1935 umfasst Theaterbesuche und Treffen mit Künstlern. Belegt ist auch ein offizieller Empfang im Kreml. Die Reise macht Zara Leander verdächtig. Doch noch schadet die Nähe zu den Kommunisten ihrer Karriere nicht. Sie bekam Stargagen. Sie hatte einen Cadillac mit Chauffeur, der ein Z auf der Mütze trug. Sie hat sich für Home Stories aller Art sehr gerne zur Verfügung gestellt, als sie dann den Sohn des damaligen Opernchefs Forssell heiratete. Zara ist mit Pelzen und Cadillacs aufgetreten. Das passt zwar zu einer Diva, aber es ist höchst unpassend für jemand aus dem Norden. In unseren Ländern wird es immer noch als vulgär angesehen, wenn man zeigt, dass man Geld hat. Die Erwartung, dass Zara Leander für das kleine Schweden viel zu groß sei, die bestand schon sehr lange. Man hatte eigentlich gedacht, ja, unsere Zara, die wird so eine zweite Garbo und sie wird einmal nach Hollywood gehen. Let me sing you to sleep with a love song. Zara Leander macht Probeaufnahmen, hier für eine britische Filmproduktion. Das große Angebot bleibt aus. Da bietet ihr der bekannte Kabarettist Max Hansen eine Hauptrolle in Wien an. Zara Leander sagt sofort zu. Sie braucht nur wenige Wochen, um auch in Wien ein Star zu werden. Gemeinsam mit Immigranten aus Deutschland spielt sie die Operette Axel an der Himmelstür und wird stürmisch gefeiert. Die Lage in Wien ist 1936 politisch bereits sehr angespannt. Über 400 Filmschaffende haben die Stadt schon verlassen. 2 Jahre später wird Österreich zu Großdeutschland gehören. Und Zara Leander widmet sich ganz ihrer Karriere. In den Wiener Rosenhügel-Studios dreht sie ihren ersten Revuefilm. Premiere nimmt das, was später geschehen wird, vorweg. Aus dem Revue-Star wird die Diva. Noch nie verliebt, weißt du, dass es schön sein kann. Der Erfolg in Österreich ist überwältigend, doch Zara Leander bleibt nur wenige Monate. Den Applaus hat man bis nach Berlin gehört. War kein Zufall, dass ich nach Deutschland kam. Für mich kam es gar nicht in Frage, nach England, Frankreich, Amerika zu fahren, sondern Deutschland. Biegen und brechen, aber Deutschland. Ja. Noch wenige Jahre zuvor hat sie im Stockholmer Varieté ein Anti-Nazi-Lied gesungen. Noch vor einigen Wochen mit deutschen Immigranten in Wien auf der Bühne gestanden. Jetzt, im Frühjahr 1937, ist sie in Deutschland,
In der Tasche einen überaus großzügigen Vertrag mit der UFA. Natürlich brauchte Zara eine größere Bühne. Und die hat sie dann auch bekommen. Zara Leander werden mehrere Hauptrollen zugesagt. Sie erhält ein Mitspracherecht bei den Drehbüchern und die höchste Gage, die die UFA je gezahlt hat. Die Hälfte davon wird in schwedischen Kronen ausgezahlt. Das verstößt eigentlich gegen das Devisengesetz. Von diesem Geld kauft sie sich im Frühjahr 1939 Gut Lönö, ein Schloss an der schwedischen Ostseeküste. Und wieder erobert Zara Leander das Publikum im Sturm. Ihre ersten beiden Filme Zu neuen Ufern und La Habanera sind Kassenschlager. Die Kritik feiert den neuen Star. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Im Kern kann man sagen, dass Zara Leander natürlich gar nicht denkbar wäre ohne die Operettenhaftigkeit des deutschen Films. Manchmal kann einem ein Zara Leander-Film vorkommen wie ein Shakespeare-Stück, was als Operette aufgeführt wird. Andererseits kann es einem auch vorkommen wie eine Operette, die plötzlich in die Tragödie, in antikes Drama umkippt. Und ich konnte mich noch erinnern, dass es immer wie ein Miteinander atmen. Es war plötzlich eine solche Intensität, auch so auch vom Publikum. Niemand konnte dieses Empfinden so ausdrücken in einer Kameraeinstellung. Ich gebe mich dermaßen hin, ich bin gar nicht mehr da, so hingegeben bin ich an euch. Ne? Eines der hartnäckigsten Gerüchte besagt, dass erst die UFA die Figur der Leander geschaffen habe. Es wurde aufgebaut von sehr geschickten Männern, muss ich sagen. Ich wusste, als ich zu der UFA kam, nicht selbst, wer ich war. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich so langsam bei der UFA entdeckt. Ich glaube nicht, dass die UFA in der Lage war, trotz aller Versuche, aus Zara Leander, also Zara Leander zu formen. Ich glaube, sie war in ihrem Grundtyp so festgelegt, dass sie eher umgekehrt in der Lage war, also sich selber der UFA zu verkaufen. Es ist offensichtlich so, dass man das nicht künstlich herstellen kann. Die UFA hat natürlich schon versucht, Zara Leander in ihrem äußeren Erscheinungsbild zu prägen. Also was das Styling angeht, was die Kleidung anging, was das Make-up anging. Das war der Spielraum, den die UFA hatte. Und das machte sie mit. Was sie vom deutschen Alltag und vom heraufziehenden Krieg wahrnimmt oder wahrnehmen will, ist unklar. Sowohl Zara Leander wie auch ihre Familie war in Watte gepackt und ich denke, es wurde sehr gut dafür gesorgt, dass sie nur nicht mit irgendeiner Art von Alltag oder Realität in Kontakt kam. Ihre Kontakte zur Nazi-Elite sind nur bruchstückhaft zu rekonstruieren. Sie selbst beschreibt lediglich ein einziges belangloses Treffen mit Hitler. Goebbels trifft sie regelmäßig zu Arbeitsgesprächen. Im September 1938 notiert er, sie ist ein wirklicher Gewinn für den deutschen Film. Der Goebbels war ein hochinteressanter Mann. Und was er sonst gemacht hat, ist nicht meine Sache. Als Deutschland die Welt in den Krieg stürzt, schreibt sie in einem Brief an die UFA, dass ihre Gefühle für ihre deutschen Freunde noch stärker geworden sind. In ihrem privaten Umfeld soll sie sich ein wenig anders verhalten haben. Sie hat die Machthaber zu Hause dann sehr gerne parodiert. Das sagte der Jöran, also ihr Sohn. Das war immer ein Gaudi. Wir haben dann am Wochenende Künstler zu uns in die Villa eingeladen. Und dann fing Zara Leander den Hitler und den Goebbels an nachzumachen. Die schwedischen Geheimakten beweisen, dass die Nazis ihrer Diva nicht vertrauten. Auch die Gestapo überwacht sie. Nach Kriegsende bestätigt Zara Leander in einem Interview, dass ihre Briefe nach Schweden abgefangen wurden. Anfang der 40er Jahre soll sie sogar von der Gestapo verhört worden sein. Sie selbst hat das nie dementiert und sich wie zu vielem anderen nicht weiter geäußert. In allen Kinos des Reiches gab es am Filmvolkstag Freivorstellungen.
Besonderer Andrang herrschte in Berlin rund um die Gedächtniskirche. Zara Leander benutzte diese Gelegenheit, um für das WHW zu sammeln. In der Öffentlichkeit ist Zara Leander der Star. Und das ist gerade eins von diesen Zara-Paradoxien. Karriere im Nazireich zu machen, ohne ein Nazi-Frauenbild zu verkörpern, ist bemerkenswert. So wie ich hier stehe, so bin ich nun eben Jester. Die Schönheit ist mir nicht umsonst gegeben. Mit dieser Provokation, ne, wenn die dann da rumläuft und singt, was sie alles für Sünden begangen hat. Man begehrt diese Frau da oben, man möchte sie haben. Weiblich oder männlich, ist egal. Zara verkörperte nie die traditionelle Weiblichkeit. Sie war immer exzessiv, sie war immer übertrieben. In wirklich allen Filmen, die Zara Leander in der faschistischen Zeit gedreht hat, gibt es zwei Konstanten in der Rolle. Nämlich das eine, sie war berufstätig, was ja überhaupt nicht passte eigentlich zum Bild der Nazi-Frau, die Mutter sein sollte. Und sie hat immer einen Prozess der Selbstverwirklichung oder der Befreiung und sowas hinter sich. Der ist aber immer gescheitert. Also genau in diesem Scheitern liegt wahrscheinlich der unglaubliche Appeal. Es ist eine Frau, die was Schreckliches gemacht hat. Immer. So eine Bestrafungssehnsucht. Wenn die dann zu ihrem Vater kommt und sich da quasi zu Füßen, sie möchte ja eigentlich von ihm geprügelt werden oder so etwas, weil sie weiß, sie hat etwas Böses getan. Ich bin so glücklich, wieder hier zu sein. Warum bist du nicht gleich gekommen? Sprich nicht, Papa. Lass mich erst ausruhen. Unser gängiges Modell ist auch zu sagen, Zara Leander war sozusagen ein Gift, was die Nazis ein bisschen erlaubt haben. Das wäre die sehr oberflächliche Erklärung. Und dann kommt eine ganz, vielleicht sehr gefährliche Vorstellung. Vielleicht hat sich es ja auch ganz anders zugetragen. Vielleicht steckt genau in dieser Ambivalenz, genau in dieser Anti-Ordnung, mit dieser völligen Auflösung der Geschlechterordnungen, der Generationenordnungen, vielleicht steckt ausgerechnet da drin sogar ein heißer Kern des Faschismus. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen. Wir beginnen das 8. Wunschkonzert für die Wehrmacht. Zara Leander wird aufgefordert, bei Wunschkonzerten für die Wehrmacht aufzutreten. Goebbels versucht, sie stärker an das Regime zu binden. Zur gleichen Zeit ist die UFA nicht mehr in der Lage, die vertraglich vereinbarte Gage in Devisen auszuzahlen. Der Krieg kommt heim ins Reich. Der UFA-Star hält sich nur noch zu Dreharbeiten in Deutschland auf. Ansonsten ist Zara Leander in Schweden, wo sie sich noch willkommen glaubt. Für Schweden war Deutschland lange Zeit die Kulturnation Nummer eins. Schwedens größter Exportpartner war Deutschland. Vor, während und nach dem Krieg hat Schweden immer mit Deutschland zusammengearbeitet. Auf Lönö ist der Krieg weit weg. Die Kinder leben schon seit 1939 wieder hier. Doch das Idyll trügt. Ein Blick in die schwedischen Geheimdienstakten zeigt, dass allein der Kauf des Gutes Zara Leander verdächtig gemacht hat. Es gab schon 1939 ein Gerücht, dass Zara Leander das Landgut Lönö gekauft hätte, um dort einen Stützpunkt für eine deutsche Invasion zu schaffen. Misstrauen erregt nicht nur die exponierte Lage des Landsitzes direkt an der Ostsee. Auch die vielen Reisen Zara Leanders zwischen Deutschland und Schweden werden argwöhnisch beobachtet.
Die Rolle, die ihr bis heute den Ruf der Nazi-Diva eingetragen hat, spielt sie im Jahr 1942. Im Film Die große Liebe ist sie die Sängerin Hanna Holberg, die sich in einen Piloten der Luftwaffe verliebt und ihre Liebe immer wieder dem Krieg unterordnen muss. Die große Liebe ist sicherlich als Propagandafilm gedreht worden, ja. Das muss man einfach so sagen. Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, könnte man interpretieren in dem Sinne, es wird einmal ein Wunder geschehen, dass das Deutsche Reich den Krieg gewinnen wird. Wir haben es so gemeint, es wird wieder Frieden geben, es wird wieder Ruhe geben, es wird wieder was zu essen geben. Das haben die Herren, die da oben, die haben es nicht verstanden. Die andere Geschichte ist, dass der Textdichter Bruno Balz zur damaligen Zeit in Gestapohaft gesessen hat. Bruno Balz war homosexuell und wenn man diese Hintergrundgeschichte weiß, könnte man natürlich auch interpretieren, ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen, Punkt, Punkt, Punkt. Ich komme aus der Gestapohaft, ich überlebe ein mögliches Konzentrationslager, ich überlebe das Dritte Reich als Homosexueller. So kann man diesen Text natürlich auch deuten. Am Ende holt nicht Zara Leander Bruno Balz aus der Haft, sondern der Komponist Michael Jari. Mit dem Argument, der Texter sei für die Lieder der Filmdiva unverzichtbar. Das andere Lied, Davon geht die Welt nicht unter, singt Zara Leander in dem Film vor verwundeten Wehrmachtssoldaten. Man sieht im Publikum aber auch SS-Uniformen. Das ist ja das Bild von ihr, was dann auch immer mit ihr und dem Nationalsozialismus verbunden geblieben ist. Davon geht die Welt nicht unter, es wird alles nicht so schlimm sein. Und seht her, wir werden auch diesen Krieg gewinnen. Davon geht die Welt nicht unter. Sie hatte ja das Recht, sich alle Drehbücher selbst auszusuchen, selbst darüber zu bestimmen, was für Lieder sie singt, wie die Themen sind. Sie hat dort trotzdem mitgemacht. Ja, das kann man ihr definitiv auch im Nachhinein vorwerfen. Es ist aber, wenn man so nimmt, ein Zehntel ihrer gesamten Schaffen oder ihres gesamten Schaffens während dieser Zeit. Die große Liebe wird der erfolgreichste deutsche Kinofilm aller Zeiten. Gleichzeitig teilt Zara Leander der UFA mit, dass sie noch mehr Zeit in Schweden verbringen möchte. Alles deutet darauf hin, dass sie glaubt, es liege in ihrer Hand, wie weit sie sich mit dem Regime einlassen muss. Im Herbst 1942 vermerkt Goebbels in seinem Tagebuch ein Treffen mit der Schauspielerin. Worum es geht, dazu schreibt er nichts. In ihrer Version schildert sie, dass es dringlich war. Noch in Kostüm und Maske wird sie ins Propagandaministerium geholt. Goebbels soll sie mit folgenden Worten empfangen haben. Frau Leander, ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Er schlägt ihr vor, dass sie und ihre Kinder deutsche Staatsbürger werden. Im Gegenzug bietet er ihr ein Schloss in Ostpreußen an und den Titel Staatsschauspielerin. Zara Leander beschreibt, dass sie geschockt ablehnt und Goebbels daraufhin einen Tobsuchtsanfall bekommt. Wenig später verlässt sie überraschend Berlin. Adieu, dieses Wort tut so weh. Denn wenn ich heute gehe, ist ein Märchen vorbei. Adieu, nur ein zärtlicher Klang bleibt allein von dem Lied, das die Liebe sang. Zara Leander wird wohl geahnt haben, dass der Krieg für Deutschland nicht gut ausgehen kann. Ins Deutsche Reich kehrt sie nie wieder zurück.
Hannover wollen das nicht wahrhaben und versuchen in unzähligen Schreiben, sie zurück nach Berlin zu locken. Doch sie taktiert, hält hin und erhält laut Vertrag noch bis September 1943 Gage. Während die UFA versucht, sie zurückzuholen, verlangen mehrere Nazi-Funktionäre, ihre Filme von der Leinwand zu verbannen. Das scheitert, denn die Furcht, dass der Filmmarkt ohne die Zara-Leander-Filme zusammenbricht, ist zu groß. Die Schwedin Zara Leander ist zurück in ihrer Heimat. In ihren Aufzeichnungen behauptet sie später, wenn sie geahnt hätte, was sie jetzt erleben würde, hätte sie sich von der Fähre gestürzt. Als sich dann Deutschland in den Krieg gegen Russland stürzte, da hat sich dann die allgemeine Meinung gegenüber Deutschland gewendet und dann so auch gegen Zara Leander. Viele Jahre durfte man ihre Platten im schwedischen Radio nicht spielen. Sie war 6 Jahre lang so gut wie arbeitslos. Dazu häufen sich die Spionagegeschichten um ihre Person. Im plötzlichen Abgang von Zara Leander wurden die Gerüchte in Deutschland gezielt gestreut, sie sei eine Spionin gewesen. Man musste ja irgendwie erklären, warum dieser Publikumsliebling jetzt plötzlich weg war. Die Rolle der möglichen Spionin, die war ihr wie auf den Leib geschneidert. Erst 2001 tauchen die Akten in der Öffentlichkeit auf, über deren Inhalt schon Jahrzehnte vorher spekuliert wurde. Zara Leander musste für Jahre gegen das Gerücht kämpfen, dass sie Spionin für die Nazis gewesen sei. Aber als diese Dokumente veröffentlicht wurden, gab es eine neue Vermutung, dass sie für die Sowjetunion spioniert habe. Hier haben wir eins der spannendsten Papiere in dieser Akte. Der Norweger Egil Holmsen hat im Frühjahr 1943 mit Zara Leander Kontakt aufgenommen und sie überredet, für die Russen zu arbeiten. Zara Leander hat das Angebot angenommen. Hier steht schwarz auf weiß, dass Zara Leander für die Russen gearbeitet hat. Eine Spionin für Moskau? Das klingt sensationell. Das würde das Bild von ihr radikal verändern. Das hätte bestimmt manchen Leuten auch sehr, sehr gut gefallen, denn in gewisser Weise hätte es ihr Agieren natürlich reingewaschen. Sie hätte dann zumindest für eine politische Idee, hätte sie sich dann mit den Nazis eingelassen. Vielleicht erzählen diese Dokumente mehr über Schweden als über Zara Leander. Sie erzählen von einem Land, das Angst hatte vor Deutschland und später vor den Russen. Wir sahen überall Spione, in jeder Ecke. Keine Ahnung, wie viel Wahrheit in der Projektion von der Spionagegeschichte ist, aber wenn ich Impresario oder PR-Berater wäre, ich hätte diese Geschichte erfunden, um diese Person genau in der Rolle zu halten, den Mythos haltbarer zu machen. Zara Leander ist sicherlich kein guter PR-Berater in eigener Sache. Von der schwedischen Presse in die Enge getrieben, sagt sie im Juli 1944 in einem Interview: Ich bin eine politische Idiotin. Viele sind empört und erkennen darin eine Verteidigung, die sich der eigenen Verantwortung entzieht. Kann man eine politische Idiotin sein im 20. Jahrhundert? Ich glaube nicht. Ich glaube, sie hat sich einfach entschieden, diese Position als bequem anzunehmen. Zara Leander war Zeit ihres Lebens ein Mensch, der durch sich selber überfordert war und der ganz sicherlich nicht die Fähigkeiten gehabt hat, um überhaupt mit ihrem eigenen Mythos umzugehen.
Zara Leander zieht sich zurück. Ihre Karriere scheint für immer beendet. Jetzt trennt sie sich auch noch von Vidar Forssell, ihrem zweiten Mann. Der ehemalige Star verfällt in Depressionen. Zara Leander versucht, sich das Leben zu nehmen. In ihren Aufzeichnungen finden sich mehrere Andeutungen. Nur einmal wird sie in der Öffentlichkeit darüber sprechen. Ni har inte varit så kul jämt. Jag har noterat att ni tänkt ta livet av er sammanlagt 4 gånger. Nej, vet du, det är ju inte bara med här glittret och glansen runt omkring, utan ibland så grips väl en så kallad diva också ut ur djupa depressioner. Men då måste jag fråga, vad är det ni är rädda för egentligen? Die größte Angst, allein zu sein, ohne Publikum. Ohne das süße Gift Applaus. ...1948 ist Zara Leander zurück in Deutschland. Zurück auf der Bühne. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit. Ich hab viel erlebt und hab nichts bereut. Das Glück hat ja leider nur selten Zeit für uns Frauen mit Vergangenheit. Die Westalliierten zögern anfangs. Doch schon im November 1948 wird ihre erste Konzertreise genehmigt. 5 Jahre zuvor hat Zara Leander ihr Publikum in einem völlig anderen Deutschland allein gelassen. Müsste sie jetzt andere Lieder singen? Ihre Nähe zum untergegangenen Regime erklären? Sie blieb populär in Deutschland, im Gegensatz zu Schweden, wo man sie immer ein bisschen wie eine Aussätzige behandelt hat und auch heute noch so über sie redet. Gefeiert wird der große Star. Keine Spur von schlechtem Gewissen. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Zara Leander. Ein Star von so überlebensgroßem Format, Zara Leander, wie Sie einer sind. Denn das waren ja wohl Rekorde in Bezug auf den Publikumsbeifall. Ja, es war sehr schön. Zara Leanders dritte Karriere wird ihre längste. Sie dauert 30 Jahre. Gemeinsam mit ihrem neuen Ehemann, dem Pianisten Arne Hülfers, steht sie auf der Bühne. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und wie schon früher, ist sie der Macht nahe. Es scheint sich nicht viel verändert zu haben. Bei den Konzertveranstaltungen singen sie sehr viel neue Chansons, aber das Publikum verlangt immer wieder nach den alten Erfolgen. Ja, das ist komisch. Wenn ich versuche immer wieder ein neues Repertoire zu haben, aber dann höre ich plötzlich aus dem Publikum: Singen Sie jetzt, und ich stehe im Regen und Wunder geschehen und so weiter. Kann es sein, dass Ihre Vergangenheit nicht Ihr Handicap ist, sondern Ihr Schlüssel zum Publikum? Sie hat also wirklich viel dazu beigetragen, dass man wieder Freude am Leben hatte. Das Publikum war so wie elektrifiziert, es war wie ein Rausch. Bei Zara Leander war das sehr, sehr ausgeprägt, diese Ansprache ans Publikum: Ich will, dass ihr mich liebt. Und wenn ihr mich liebt, dann geht es euch auch besser. So dieses Tauschgeschäft eigentlich, emotionales Tauschgeschäft. Unglaublich trostreich, aber unglaublich verlogen. Sie hat ihre Rolle gefunden, die Rolle der Diva, und das hat sie bis zum Ende gespielt. Um eine Diva zu sein, muss man unbedingt ein Bad Girl sein.
Eine Diva ist immer eine Frau mit Vergangenheit, wie Zara Leander. Mit Vergangenheit in bewegter Zeit. Zara Leander übernimmt als Diva eine Art Christusfunktion. Man könnte sagen, sie befreit ihr Publikum von seinen Sünden, weil sie selbst gesündigt hat. Zara Leander hat nie Verzeihung gesagt für all die Dinge, die sie gemacht hat. Sie wollte weitermachen wie bisher. Sie wollte nicht darüber diskutieren. Ich finde es eigentlich manchmal fehlgerissener, wenn man eben sagt, hinterher, ich entschuldige mich und dann ist es aus der Welt. Sondern sie hat versucht, mit diesem Makel zu leben. Zara Leander singt weiter ihre Lieder, ihre alten Lieder, noch mit über 70. Ich könnte sie verführen mit tausenden Listen, so etwas, was sie vielleicht doch noch nicht wüssten. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Eine Frau, die süchtig ist nach dem Scheinwerferlicht und die sich nicht zu schade dafür ist, auf Kaffeefahrten zu singen und mit ihrer Stimme Heizdecken zu verkaufen, weil sie das Publikum brauchte. Bis kurz vor ihrem Tod im Jahr 1981 schafft Zara Leander es nicht, die Bühne zu verlassen. Doch das ist nicht das letzte Bild von Zara Leander. Verehrt wird sie bis heute von der schwul-lesbischen Szene, die sie seit den 40er Jahren zur Ikone erhoben hat. Als queere Diva. Zara Leander ist da sehr deutlich. Sie sagt, sie ist für jede Art von Liebe. Zwischen Frau und Mann, Frau und Frau und Mann und Mann. Sie ist ein Symbol für eine offene Sexualkultur. Geliebt wird sie von Menschen, die schon queer sind, sozusagen, die nicht mehr in dieser sexuellen Ordnung leben wollen. Und sie wird natürlich geliebt von jedem, der eine gewisse anarchistische Neigung hat, der sowieso sagt, Ordnungen sind ausschließlich dazu da, sie zu stören oder wenigstens zu ärgern. Und insofern funktioniert sie also dann eben auch wieder wunderbar als Punk-Ikone. Sie ist ja ein Kunstobjekt, was in der Pop-Art sehr gut funktioniert. Ne? Als jemand, der Oberfläche produzieren kann, so oberflächlich, dass es das Tiefste trifft, was man sich überhaupt nur vorstellt. Also sie könnte auch von Andy Warhol erfunden worden sein. Ne?